Herr Dr. Bloch, Sie sind Gastgeber des ersten Ebersberger Hausarztforums, Hausarzt, aber eigentlich sind Sie gelernter Kardiologe. Wie kam das? Ich bin viele Jahre Kardiologe gewesen, habe gearbeitet, eigentlich sehr, sehr enthusiastisch in der Klinik, habe viele Herzkatheter gemacht und irgendwann bin ich zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, das kann nicht alles sein. Ich habe zwar dann den einzelnen Herzinfarkt behandelt und das war oftmals dann immer von Erfolg gekrönt, aber es war dann auch irgendwo ein Abgeben des Patienten und man wusste, man entlässt ihn, ohne dass man das Wesentliche mit ihm besprechen konnte. Sei es, dass jetzt Prävention weitere Sekundärprävention ist, sei es Änderungen der Verhaltensmaßnahmen und all das, was eigentlich daneben ist, was eben wichtig ist, um seine Prognose langfristig zu verbessern. Und das andere war, dass eben viele Patienten, die man eben untersucht hat, eben nichts am Herzen hatten. Sie hatten aber trotzdem ihre Beschwerden und dann war mir eben das sehr unangenehm, den Patienten ja weiter zu entlasten und zu sagen, tut mir leid, Sie haben nichts am Herzen, das ist schön, aber ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, was Sie haben. Und deswegen wollte ich jetzt einfach ein breiteres Berufsspektrum wieder erlebbar machen, wo ich dann einfach sagen kann, gut, dann haben wir den Themenbereich abgearbeitet, aber jetzt müssen wir weiterschauen. Und wie schaut jetzt Ihre aktuelle Situation aus? Sie haben sich niedergelassen? Ja, ich bin als hausärztlich tätiger Internist niedergelassen, arbeite mit meiner Frau zusammen, die Allgemeinärztin ist, in einer Hausarztpraxis in Zorneding. Das ist ein kleiner Ort im Münchner S-Bahn-Bereich und da arbeiten wir hausärztlich. Das heißt, wir machen viel Prävention, wir behandeln Kinder, Jugendliche, Erwachsene, machen Palliativmedizin, aber natürlich auch tatsächlich auch Kardiologie natürlich. Jetzt ist sich niederzulassen als Hausarzt das eine, ein Forum zu veranstalten, etwas anderes. Wie kamen Sie eigentlich auf diese Idee? Ja, in der Presse sieht man immer oder hört man immer, dass der Hausarztberuf eigentlich ein aussterbender Beruf ist. Das heißt, dass wenig Leute das begeistert wirklich machen. Man alle jammern nur. Und ich habe gedacht, warum eigentlich? Das ist ein so großartiger Beruf, dass ich eigentlich diese Begeisterung, die ich verspüre, weitertragen möchte. Und was liegt da näher, als an einem Forum, einem Kongress zu zeigen, wie bunt das Spektrum der Berufsfelder sind, die wir in dieser einen Hausarztmedizin eben vertreten, der Familienmedizin. Und das wollte ich einfach eben einmal demonstrieren, wollte junge Leute, junge Kollegen motivieren, eben diesem Weg zu folgen vielleicht und auch diese Begeisterung zu übernehmen. Welche Themen standen an auf dem ersten Ebersberger Hausarztforum? Ja, einen Teil machte aus die innere Medizin naturgemäß, aber auch die Kinderheilkunde zum Beispiel, die Dermatologie, die Allergologie und aber auch dann Themen der Psychiatrie und der Neurologie, gerade auch bei der Psychiatrie, die dementiellen Erkrankungen, wie wir sie in der Hausarztpraxis eben erleben und wie wir sie eben auch vielleicht behandeln können, aber vor allen Dingen erkennen können und den Patienten eben niederschwellige Hilfen anbieten können. Wie viele Teilnehmer sind hier und wie geht es weiter? Wir hatten heute Nachmittag 160 Teilnehmer. Das waren überwiegend Ärzte, aber auch so circa 40 Krankenschwestern und medizinisch Fachangestellte, die an einzelnen Workshops auch teilnehmen konnten, an Wundversorgungsworkshops. Und Kollegen konnten auch ihre Fertigkeiten im Hinblick auf Sonographie, EKG-Befundung auch noch vertiefen. Und ich denke mal, so 160, 170 Kollegen waren es und Kolleginnen und sie fragten danach, wie es weitergeht. Wir möchten das im nächsten Jahr nach diesem großen Erfolg tatsächlich weitermachen und mir fallen schon ganz viele neue Themen wieder ein und da würde ich mich riesig darauf freuen, mich morgen hinzusetzen und schon die ersten Referenten wieder anzuschreiben. Steht schon ein Termin fest? Ich möchte es am 11.11. nächsten Jahres machen, also am 11.11.2020. Wie organisiert man so etwas und vor allem natürlich, wie finanziert man so etwas? Man braucht erst einmal gute Referenten, die eben diese Begeisterung eben mit übertragen möchten, die ihre Begeisterung für das Einzelfach weitertragen. Und dann, ja, Sie haben es angesprochen, die Finanzierung, das ist tatsächlich nicht ganz so leicht, weil die herkömmlichen Veranstaltungen werden ja doch durch die Pharmaindustrie gesponsert. Ich wollte mich davon definitiv distanzieren und wollte einfach eine interessensfreie, nicht fremdfinanzierte Veranstaltung haben. Aber das geht natürlich nicht auch allein. Man braucht potente Geldgeber. Und da haben wir das Glück in Ebersberg, dass wir mit dem Landrat, mit dem Landkreis sehr engagierte Mitstreiter gefunden haben. Auch mit Invade, einer Forschungsgesellschaft der TU München, der Hausärzte aus dem Landkreis und finanziert durch die AOK Bayern. Und daneben dem Bayerischen Hausärzteverband,
Und damit haben wir tatsächlich sehr potente Mitstreiter gefunden, die uns das geholfen haben bei der Finanzierung. Und ich hoffe auch, dass wir im nächsten Jahr das wieder stemmen können. Und ein ganz großer Dank gilt auch der Kreisklinik, die uns hier diese Räume und auch die Räume für die Workshops, für das Symposium und auch das Catering eben da zur Verfügung gestellt haben. Wunderbar, vielen Dank.